oder einen Stift. Was? Oh, das Ohr ist süß. Guck mal hier die Augen und der Mund hier. Oh. Und? Die Kanzel ist kalt wie eine Ministrantenschnauze. Auch wenn ich nicht weiß, dass ein Ministrant ist, wird sie sicher recht haben. Und das war es anscheinend auch schon in dem Raum hier und wir gehen erstmal weiter. Huch! Huch! Ansehen Buch. First Steps. Das werden wir sicher noch brauchen. Raus. Nehmen Buch. Nein, ich kann also keine. Ach so, okay. Den interessiert doch gar nicht, dass wir hier sind oder so. Ansehen. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Aber die Naumburger Dompfeifen. Es hängt gut, wo es hängt. Okay, reden. Are you ready to rock? Yeah! Woher wusste ich das? Das wäre Blasphemie. Okay, na dann, Poki. Was ist das hier? Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von... Wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Und ich fand es lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage hört und halt irgendwelche satanistischen Metal-Bands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals Freunde in Marburg besucht. Und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplotz Crew Siegen. Das fanden wir so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen. Mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up. Okay, gut. Das ist spannende Auszüge aus Pokis Lebensgeschichte. Und wir gucken uns gleich mal den nächsten Plakat sich an. Dieses nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Das ist aber, sag aber nicht, dass es jedes Plakat dasselbe. Es hängt gut, wo es hängt. Reden. Are you ready to rock? Yeah! Okay, gut, das ist immer dasselbe. Nicht gerade die... schon. Plakat, 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 Plakat. God Sucks Inc. Evil... Nee, Even Black Sabbath. Jesus Zombie Massacre und Zack... Was? Zack Bilegia. Alles klar, okay. Black Sabbath gibt's da wirklich. Gibt's die anderen auch wirklich? Keine Ahnung. Heft. Ansehen. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Nehmen. Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen. Na doch, Chinesen. Vom Fach. Heftig, heftig, heftig. benutze? Das interessiert mich nicht, die Bohne. Aber vielleicht die Erbse. So, okay, dann gucken wir uns mal die Farben. Hier gibt's ja einige Hotspots. Es läuft ein Musiksender. Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. Regen. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Ich muss doch sehr bitten. Find ich gut. Nochmal bitte. Moment, Moment. Nochmal. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Ich muss doch sehr bitten. Also, ich fand das jetzt nicht schlecht, ne? Schau an Anlage. Nette Anlage. Nehmen? Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Aber den Fernseher mitnehmen, ist schon klar, Edna, ja, ja. Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater. Boah, war der gut. Keine Zeit, Musik zu hören. Also bitte, steht die im Stecker? Guck ich mal an, die steht im Stecker drinne.
Okay, gut, okay. Kopfhörer. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Sieht aber echt neumodisch aus, ne? Hey, Finger weg. Der war teuer. Ich wollte nur... Hallo? Hallo? Komisch. Er hört nicht. Dabei ist es doch ein Kopfhörer. Keine Zeit, Musik zu hören. Wir müssen aber erst mal chillig die Runde relaxen hier. Buch, Pastor, Sova, Verstärker, Sova. Das ist ein Sova. Der Pastor auf dem Sova. Nicht schlecht. Nehmen. Hey, Finger weg. Der war teuer. Reden. Ich brauche Verstärkung. Dann bin ich dein Mann. Und benutzen. Hey, Finger weg. Der war teuer. Hey, Finger weg. Der war teuer. Okay, Pastor. Er sieht nicht gerade wie ein Rocker aus, aber auch nicht wie ein typischer Pastor. Wie ein typischer Durchschnittsmensch. Nehmen. Man sollte einen Mann Gottes nicht auf den Arm nehmen. Ich wusste, dass jetzt sowas kommt. Man sollte einen Mann Gott... Was? Oh, das habe ich... Man sollte einen Mann Gottes nicht instrumentalisieren. Das wusste ich nicht, dass das kommt. Und reden, hey! Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Nein, ich hab raus damit. Ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich hab das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Er wird nicht zurückkommen. Weg ist er. Ich glaube, der wird wohl hier hintergegangen sein. Tür, Treppe, Orgelpfeifen. Hier ist aber nichts nach vorne. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tiefer liegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde es schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile, erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt, sogar auf die Treppe und so, wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Stimmt, hier unten so, es sieht schon geil aus. Jetzt, wo man es sieht. Ja, das ist natürlich... Vielleicht ist hier hinten ja noch so ein Spiegel, hier hinten so noch Spiegel, dann sieht man das ja. So, nee, erst mal Orgelpfeifen, ansehen, Orgelpfeifen. Nein, ansehen, Orgelpfeifen. Wie die Orgelpfeifen. Wo ist denn der hin, der Typ? Ich komme nicht ran. Außerdem wären sie eh zu schwer. Reden? Na, ihr Pfeifen? Benutzen. Erstens komme ich nicht ran. Zweitens braucht man dafür meines Wissens eine Art Tastatur. Ach so. Inventar? Das ist nicht der Notenschlüssel. Aber der Notenschlüssel ist es. Eine Innenraumentrostung ist überfällig. Aber meine Arme sind zu kurz.
Die Idee war gut, doch Ednas Arme waren zu kurz. Die in der Mitte könnten mal wieder gestutzt werden. Aber meine Arme sind zu kurz. Ich frage mich ernsthaft, wo der Typ gerade hin ist, ob der vielleicht Wenn der Professor Wenn der Organist sabbert, sollte man das auf jeden Fall tun, ja. Im Moment ist anderes dringender. Ja, das stimmt, aber ich möchte trotzdem vorher alles ausprobieren, bevor wir nicht mehr reinkommen. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Eine Panflöte für Riesenperuaner! Ach so, natürlich. Benutze? Ich glaube, das ist ein Tasteninstrument. Ich glaube, die Orgel zählt zu den Holzbläsern. Du spinnst, Harvey. Holz? Ich habe das Bedürfnis, sie durchzunummerieren. Aber meine Arme sind zu kurz. Ist Edna überhaupt? In dem Gang da hinten, oder was? Die könnten mal wieder poliert werden. Aber meine Arme sind zu kurz. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Ach ja, da ist sie gewesen. Okay. Nanu. Poki. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Edna Brecht aus darauf geachtet hatte, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt oder, sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Edna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Tja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber also schlechter, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und es ist auch offensichtlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Leute daran verzweifelt sind. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, dass das Ganze eigentlich eine sehr gute Idee war. Okay. Dann gehen wir mal hier hinter. Und ansehen, Treppe, ansehen, Klappe. So kann man die Orgelpfeifen reinigen. Okay. Nehmen. Nichts drin, außer einer Luftsäule. Er muss einen Grund haben, dass ich die aufmachen darf. Echo. Und benutzen. Kann ich da vielleicht irgendwas... Die hat schon jemand vor mir entrostet. Da hatte wohl jemand zu viel Zeit. Leute gibt's. Ja. 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 Immer das letzte Wort haben. Okay, Poloschläger? Der ist zu groß, um als Pfeifenreiniger zu dienen. Okay. Zickzackschere. Tja, ich würde sie auch gerne vergrößern. Aber es geht nicht. Gut, okay. Gehen wir mal ganz kurz hier zur Katasette. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Das ist bitter. Nehmen? Das ist kein Walkman. Aber so ein übelst geiles Gangster-Ghetto-Hip-Hop-Gerät. Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren einerseits zwar mit dir sprechen, andererseits aber niemals antworten. Tja, woran liegt das wohl? Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Das war doch total geil. Hallo nochmal. Edna bricht aus und kommt nie wieder. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Och Mann. Stühle. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Dass du das weißt, ist ganz schön gut. Ach nein. Wenn ich irgendetwas sehe, das ich zusatzbestuhlen möchte, dann weiß ich ja jetzt, wo ich die Stühle finde. Zum Beispiel die Toilette. Zusatzbestuhlen einfach mal. Platz! Brav. Geht doch. So, benutzen! Nichts zum Zusatzbestuhlen in Sicht. Okay, alles da. Na dann, haben wir noch. Stühle, ich benutze mal kurz Harvey mit der Zusatzbestuhlung. Was meinst du? Ob ich mich kurz mal ausruhe? Bald, Edna, bald! Oh, schön, das Harvey immer... Wer gehört macht. Noch nicht aufs Abstellgleis? Okay. Ich kann mir einen besseren Platz vorstellen, um zu rasten und zu rosten. In einer schönen Lounge, beim Whirlpool zum Beispiel. Das sind schlechte Stühle, aber nicht so schlecht. Okay. Kann ich eventuell kritzeln? Kritzeln?
Vielleicht sollte ich diese... Wozu? Ich hätte dann die Unterschrift eines Irrenarztes, der Daikiris mixen kann. Oder die Unterschrift eines Bahn...